Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 8. Ihr ahnt es schon, ihr seht es auch heute in Sportkleidung. Dementsprechend wird es heute nochmal richtig anstrengend, denn wir haben ein Sportvideo vor uns. Ich habe euch die letzten Tage ein bisschen Erholung gegönnt. Ich habe euch die letzten Tage hoffentlich zum Lachen gebracht. Aber heute bringe ich euch auf jeden Fall wieder ins Schwitzen. Ich bin mega motiviert, ihr hört es schon. Und weil ich so motiviert bin, dachte ich, wir starten direkt mit unserem Sporttürchen. Und zwar ein bisschen anstrengender. Wir machen ein kleines Warm-up und wir machen drei Übungen, die ich für euch vorbereitet habe. Ich hoffe, ihr seid schon angezogen und dann würde ich sagen, let's go! Auf geht's mit der ersten Übung. 30 Sekunden ist unsere magische Zahl. Ich mache die Übung einmal vor und ihr steigt dann einfach mit ein. Die erste Übung, wir nehmen die Arme nach vorne, ballen die Fäuste und drücken die Arme auseinander. Ihr kennt das alle, ihr habt das schon im Fitnessstudio gesehen, nennt sich Butterfly, nur dass wir nichts nach vorne drücken, sondern wir ziehen die Arme so schön nach hinten und so weit nach hinten, wie es geht, damit wir die Dehnung in den oder zwischen den Schulterblättern spüren. Und dann würde ich sagen, beginnen die 30 Sekunden ab jetzt. Ihr müsst nicht schnell machen, ihr könnt das langsam machen, macht es lieber ordentlich und ihr werdet das auch spüren. Schön die Faust ballen, schön Spannung halten und dann schön nach hinten ziehen. Ganz ruhig, ihr müsst nicht hetzen. Wir gehen auch direkt in die nächste Übung, sehr gut. Und zwar strecken wir die Arme raus, ihr kennt es, und ziehen unsere Kreise. 30 Sekunden ab jetzt. Kleine Kreise, ihr könnt auch größere Kreise machen, wechseln vielleicht auch, wie ihr das möchtet. Ich muss sagen, gerade die Übung, die merke ich auf jeden Fall im Nackenbereich. So, noch 4, 3, 2, 1, super. Und jetzt machen wir nochmal die Übung, die ich das letzte Mal schon gemacht habe mit euch. Die Hände hier auf den Rücken und wir ziehen die Ellbogen so weit nach hinten wie geht. Ich muss sagen, ich merke das auf jeden Fall schon im Rücken. Kann aber auch sein, dass es an meinem eingeklemmten Nerv liegt, den ich hatte am Anfang letzter Woche. Und dann ziehen wir einfach 30 Sekunden ab jetzt nach hinten. Euer Tempo, ihr müsst nicht schnell machen, ihr müsst nicht hetzen. Versucht Spannung zu haben. Mein Mann sagt euch gleich, weil wir noch 5 Sekunden haben, weil ich die Uhr nicht sehe. 5. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Das war unser kurzes Warm-up und jetzt, ihr wisst ganz genau, was kommt. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Unsere nächste Übung starten wir auf den Bauch, aber falls ihr jetzt dachtet, ihr könnt euch jetzt ein bisschen ausruhen, da seid ihr leider schief gewickelt. Nein, die nächste Übung heißt Superman, die kennt ihr alle. Wir strecken die Arme aus und die Beine parallel dazu und stützen uns noch so ein bisschen ab. Und zwar geht das Ganze so und absetzen. So viele, wie ihr schafft, 30 Sekunden laufen, ab jetzt. Noch 3, 2, komm und einen noch. Sehr schön. Und wir gehen direkt in unsere nächste Position. Unsere nächste Übung. Wir stützen uns auf unseren Unterarm, packen unsere Hand hier hin und stützen uns mit den Knien einmal ab, damit wir hier eine Kuhle bilden. Okay? Die Übung ist für mich auch ganz schön anstrengend, kann ich euch sagen. Würde ich sagen, 30 Sekunden starten, ab jetzt. Versuchen, Spannung in der Bauchmitte zu halten.
Und ja, ich weiß, das ist anstrengend. Ich empfinde es auch als sehr anstrengend und hoffe, dass die 30 Sekunden bald um sind. Vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Und weil das so viel Spaß macht, drehen wir uns einmal um und machen das auf dem anderen Arm auch nochmal. Dann sind wir aber durch. Komm schon, Leute. Nochmal hier auf den Unterarm stützen. Und dann würde ich sagen, 30 Sekunden in 3, 2, 1, let's go. Mit dem rechten Arm klappt es natürlich ein bisschen besser. Aber selbst da merke ich einfach, dass ich nicht genug Muskulatur habe. Wesentlich unanstrengender als links, aber trotzdem. 4, 3, komm, 2, 1. Ja, geschafft. Sehr, sehr gut. Also ihr seht, ich bin auf jeden Fall am Schwitzen. Das hat mir mega Spaß gemacht. Jawohl. Meine Tochter ist scheinbar auch begeistert. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt an dieser Stelle und werde gleich erstmal unter die Dusche hüpfen. Ich hoffe, dass ihr alle mitmachen konntet. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass ihr morgen wieder dabei seid, denn morgen machen wir was Lustiges. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Video.